Hallo zum Sport am Freitag mit Volleyball aus Rottenburg und Basketball aus Tübingen. Mit zwei 3:0 Siegen ist der TV Rottenburg optimal in die Aufstiegsrunde zur zweiten Volleyball-Bundesliga gestartet. Nach dem 3:0 Erfolg beim TV Waldgirmes schickten die Rottenburger auch die TSG Blankenloch, wie berichtet, nach drei Sätzen zurück ins Badische. Mit 19 Punkten führt der TVR die Tabelle mit 3 Punkten Vorsprung auf den MTV Ludwigsburg an. 4 Spiele stehen noch an. Zunächst im März die beiden Duelle mit der TG Rüsselsheim 2, dann das Heimspiel gegen Waldgirmes und natürlich das Rückspiel in Plankenloch. Wir haben noch weitere Stimmen aus der Volksbank Arena, die am Sonntagnachmittag mit 400 Zuschauern gut besucht war. Das klappt am Ende? Ja, wir hoffen es alle. Aktuell gehen wir einfach von Spiel zu Spiel, schauen wir, dass wir jeden Gegner schlagen und dann schauen wir, was passiert. Es waren schon die Heimspiele zuvor in der normalen Runde viele Leute da, heute noch ein paar mehr, da macht es doppelt Spaß. Ja, mega. Also war richtig, richtig tolle Kulisse. Hoffen wir, dass beim nächsten, ist ja dann auch schon das letzte Heimspiel, dass da die Hütte richtig voll ist. Vielleicht auch mit der maximalen Kapazität, wissen wir ja nicht, ob es mehr als 500 sein dürfen. Und natürlich auch cool, dass so eine ganze Schulklasse heute da war. Hat einfach Spaß gemacht. Gegen Rüsselsheim müsst ihr noch zweimal ran, die kennen ihr noch nicht. Das ist so ein bisschen Fernduell mit Ludwigsburg, oder? Ja, genau. Also ich glaube, unter den zwei wird es sich ausmachen. Genau, wie gesagt, wir schauen einfach von Spiel zu Spiel, gucken, dass wir Rüsselsheim jetzt schlagen. Jetzt haben wir ja 2 Wochen spielfrei. Danach dann, ja, hoffen wir, dass wir es mitnehmen können heute und dann gute Spieler liefern. Ja, wird ein gutes Duell gegen Ludwigsburg. Wir haben noch ein Spiel aufzuholen, aber wenn wir jedes Spiel gewinnen, dann bleiben wir oben. Genau, was erwartet uns da noch? Jetzt habt ihr ein bisschen Pause. Rüsselsheim habt ihr noch zweimal zu spielen, die kennt ihr noch nicht. Aber insgesamt, wie wirst du die Chancen einschätzen jetzt für das Restprogramm? Also ich muss sagen, ich bin mega stolz auf unser Trainerteam, weil selbst wenn wir jetzt gegen die noch nicht gespielt haben diese Saison, sondern wir top vorbereitet. Und das werde ich auch genauso nicht erwarten, aber das wird genauso wieder passieren, dass wir gegen Rüsselsheim wieder top aufgestellt sind. Es sollen wieder viele Leute kommen. Heute waren auch ein paar mehr da als die Spiele in der Vor- und der Hauptrunde, oder? Also das ist eine richtig tolle Unterstützung. Ja, es macht natürlich noch mehr Spaß. Wenn man gemerkt hat, da bei den kleinen Sachen vom Schiedsrichter, wie die ganze Halle bebt, das ist natürlich unglaublich, wenn die ganze Halle hinter einem steht. Das macht noch mehr Spaß. Also der TVR packt es am Ende? Ich würde nicht zu viel versprechen, aber ich glaube auf jeden Fall an uns. Insgesamt hat es gepasst jetzt mit 2 Siegen, auch im Waldgirmes schon mit 3:0. Also ihr seid da weiterhin auf Kurs jetzt mit 19 Punkten, klar. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt zweimal sogar 3:0 und es kommen noch schwierige Spiele, klar, aber wenn wir weiter so trainieren und versuchen, den Rhythmus zu halten, trotz schwierigem Spielplan, jetzt klappt es 2 Wochen nichts und dann wieder Pokal unter der Woche. Und wenn wir das schaffen, dann freue ich mich auf die kommenden Spiele. Genau, Pokalduell gegen Ludwigsburg, mit denen liefert euch das Fernduell. Nimmt ihr das so mit oder ist das auch ein bisschen eine Prestige-Sache da Anfang März? Ja, natürlich werden wir da versuchen zu gewinnen. Es ist natürlich schon auch eine lange Saison, da müssen wir gucken, wie jetzt vielleicht auch ein paar angeschlagene Spieler oder ein paar, die sonst nicht so sehr zum Einsatz kommen. Aber wir fahren da ja auch hin, um zu gewinnen. Ja, und wir haben das Wochenende danach frei. Aber es ist, wenn man halt eine Mannschaft aus Berufstätigen hat, nicht möglich, immer alle mitzunehmen. Ja. Das ist halt so, aber gegen Ludwigsburg will man natürlich immer gewinnen. Die 2 Heimspiele habt ihr noch, Rüsselsheim kennt ihr noch gar nicht, gegen die geht es noch 2-mal. Kurzer Ausblick noch, wie schätzt ihr das ein, das ganze Restprogramm? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit Rüsselsheim noch gar nicht beschäftigt, kenne auch ganz wenig Namen aus der Mannschaft. Das ist dann, bin gespannt, lass auf mich zukommen, wir werden Video machen, wir werden Vorbereitung machen. Zu Hause gegen Waldgirmes, glaube ich, wenn wir sie auswärts schon 3:0, müssen wir halt trotzdem wieder hart arbeiten. Aber ich glaube, da haben wir eine gute Karten und hoffentlich können wir vielleicht dann, das wäre ja so der Traum, den wir gerade so haben oder worauf wir hinarbeiten, das dann schon am Spieltag vorher fix machen, dass wir zu Hause hier. Aber ist schon ein langer, langer Weg, ja, nicht, dass jetzt wieder ich draufkriege, weil es heißt, der plant da schon mit dem Aufstieg. Also da haben wir noch einiges vor uns, aber es muss ja Ziele geben, auf die man hinarbeitet. Ja. Muss jetzt auch, und Zuschauer waren heute auch noch mal doppelt oder noch mal deutlich mehr da als zuletzt. Die können ja in diesen 2 Heimspielern auch noch mal den letzten Kick geben Richtung zweite Liga. Auf jeden Fall. Also Blankenloch hat es jetzt heute, glaube ich, nicht so beeindruckt, weil es einfach routinierte Spieler sind. Aber das wird gegen Rüsselsheim und Waldgirmes zu Hause schon ein Riesenvorteil sein und gern auch noch mehr, ja, bei den nächsten Spielen. Ich glaube, wenn es mit den Lockerungen passt, dürfen wir ja, glaube ich, beim letzten ganz aufmachen. Von dem her freue ich mich drauf über jeden, der kommt. 19 Punkte habt ihr. Ihr habt doch jetzt 4 Spiele, Rüsselsheim 2 habt ihr noch gar nicht gehabt. Wie schätzt du das Ganze ein, da, das Programm? Ist schon auch tough. Wir haben jetzt zum Glück 2 Wochen Pause, glaube ich. Wo alle ihre Wehwehchen ein bisschen auskurieren können. Und
Ja, dann das Auswärtsspiel in Rüsselsheim wird ganz entscheidend. Ich glaube, für Rüsselsheim und Valgirmes wird es sehr schwer, hier zu gewinnen. Ich glaube deshalb, dass es jetzt das schwierigste Heimspiel war. Natürlich, irgendwann geht der Kopf dann auch wieder an und einem wird klar, dass man ja dann wirklich auch um ganz oben mitspielt. Aber so wie die Jungs heute auch in den Situationen agiert haben, macht es mir auf jeden Fall Hoffnung. Also Trainerteam, Mannschaft und auch das Publikum, der gesamte Verein ist bereit für den Aufstieg, oder? Davon gehe ich aus. Die Mannschaft tut alles dafür und wenn das Umfeld oder das Ganze drumherum auch passt, dann warum nicht? Genau, und Fernduell wird es wohl geben gegen Ludwigsburg dann, oder? Ja klar, Ludwigsburg hat gestern sehr, sehr gut gespielt gegen Waldkirmes. Ich sag mal so, wenn wir unsere Spiele machen, dann haben wir es selbst in der Hand. Aber die werden auf jeden Fall auf ihre Chancen lauern. Genau, es ist so eine Strecke zu gehen. Jan, kurz noch, ihr spielt gegen Ludwigsburg, allerdings im Pokal Anfang März. Nimmt ihr das so mit oder ist auch ein bisschen Prestige-Sache? Ja, auf jeden Fall. Dreimal gegen ein Team zu verlieren, haben wir eigentlich nicht so Bock drauf. Trotzdem müssen wir gucken, dass wir in der Liga dann fit sind und auch vollzählig. Deshalb ist unter der Woche zu einem Tag, wo wir nicht trainieren. Also dadurch, dass wir keine Vollprofis sind, ist der eine oder andere dann vielleicht verhindert. Aber egal, wer spielt, wir werden alles tun, dass wir nicht nochmal gegen die verlieren. Robin Leber hat heute als Kapitän von außen mitfiebern müssen, sein Finger lädiert. Sehen wir den nochmal auf dem Parkett? Ich hoffe. Also sein Ziel ist es, am 19.03. gegen Waldkirmes wieder zu spielen. Ob das klappt, schauen wir mal. Jetzt der Finger erstmal noch ein paar Wochen ruhig und mal gucken, wie es dann aussieht, auch mit Schmerzen. Ob der Arzt, Physios es okay geben und wäre schön für ihn, weil es hat ihn schon sehr getroffen. Und die Kreuzheim wäre schön, wenn der Kapitän dann nochmal dabei war, dann im letzten Heimspiel. Ja, auf jeden Fall. Gegen Ludwigsburg, Freiburg und Bühl hat man ja in der Hauptrunde schon gespielt und hat da insgesamt 13 Punkte mitgenommen. Gegen Ludwigsburg setzte es 2 Niederlagen und dort steht dann am 3. März noch das Verbandspokalspiel an. Also erst Pokal, dann am 12. März in Rüsselsheim und eine Woche später steigt dann das Rückspiel, das ja Corona-bedingt auf den 19. März verschoben wurde. Der TVR hat alles selbst in der Hand und das Tollhaus der Liga kann noch zweimal seinen Teil dazu beitragen, dass es am Ende klappt mit Liga 2. Die Tigers spielen ja in der zweiten Liga und haben derzeit Pause. Da hofft man, dass es klappt in Sachen Playoffs. Nun ist frei bis zum 4. März, dann geht es gegen Nürnberg. In dieser Woche wurde nicht trainiert. Nach dem 95:90 Heimsieg gegen Hagen sind die Tigers mit 28 Punkten weiter richtig gut dabei im Kampf um die 8 Playoff-Plätze. Überragender Akteur beim Sieg gegen Hagen war Matteo Seric mit 30 Punkten. Wie geht es einem auf dem Feld, wenn der Gegner 17 Dreier trifft? Ja, wir haben schon gemerkt, also bei Denne läuft der Ball und die sind voller Selbstvertrauen, werfen ihn gut und da ging halt echt fast alles rein. Aber dann saßen wir in der Halbzeit halt drin und haben uns das angeguckt und gesagt, hey, wir sind -9, wir haben den Ball viel zu oft weggeworfen und die treffen überragend und wir sind immer noch -9. Streichen wir die Ballverluste und es sind weiter hart in der Verteidigung, die werden nicht weiter so treffen. Und ich glaube, das hat uns dann auch so das Selbstvertrauen gegeben, hey, wir gehen jetzt einfach raus, wir machen einfach weiter, streichen die Ballverluste und dann wird es auf unsere Seite kommen. Im vierten Viertel war es dann so, da haben die minutenlang nicht mehr getroffen. Bessere Verteidigung oder sind die müde geworden? Ich glaube, eine Kombination. Ist ja unsere Stärke, dass wir viel rotieren, wir bringen immer frische Leute, die hart verteidigen. Wir sind nie vom Gas runtergegangen. Ich glaube, das hat es am Ende gedreht. Da haben sie halt auch ein paar Mal den Ball weggeworfen, ohne auf den Korb werfen zu können. Hat uns natürlich Energie gegeben, die nochmal ein bisschen runtergedrückt. Ja, es war einfach wichtig. Es war eine deutlich bessere Leistung als beim letzten Mal. Was war genau der Gameplan heute? Gameplan war einfach, uns auf die Verteidigung zu konzentrieren, das Personal von denen gut zu kennen, ihre Stärken gut zu kennen. Und wir wissen, wir sind eine gute offensive Mannschaft und wir werden gut zusammen spielen und das wird kommen, wenn wir gut verteidigen. Und da müssen wir einfach zusammenhalten. Ich glaube, unser Team-Effort war riesig. Wir haben uns nie runterkriegen lassen von ihren Trefferquoten und wussten, wenn wir weiter zusammenhalten, dann kommen wir über die Verteidigung und gewinnen das Spiel. Matteo, herzlichen Glückwunsch und weiter so. Dankeschön.
Stolze 8 Partien stehen für die Tigers im März an, davon 7 zu Hause, die ersten beiden, also am kommenden Wochenende. Und für die Teams ist es bei den vielen Absagen und Verlegungen natürlich schwierig, einen Rhythmus zu finden. Und die Tigers, die sind froh über die kurze Pause. Es ist schwierig, in diesen Corona-Zeiten einen Rhythmus zu finden. Ja, aber nicht nur für uns. Ne? Also kann jede Mannschaft jetzt sich gerade beschweren. Sei es Schwenningen, die dann jetzt spielt, wieder Ausfall. Oder euch oder wir mit langer Pause dazwischen. Also das hat jetzt jeder. Und letzten Endes wird es wahrscheinlich sich ausgleichen hinten raus. Ne? Also jede Mannschaft wird dann ein, zwei mehr verlieren als vielleicht gewollt in einer Serie. Aber die würden sich wieder fangen. Und das sind nur Phasen und so ist eine Spielzeit. Ja. Nun, jetzt haben wir ein paar Tage Pause, die können wir auch gut gebrauchen. Es ist eine lange Saison, wir haben noch viele Spiele vor der Brust. Wir hatten schon einige Höhen und Tiefen. Vor allem für den Kopf kommt diese Unterbrechung nicht ungelegen. Also am 4. März gegen Nürnberg und am 6. März dann gleich gegen Bremerhaven. Und wir schicken sie mit einer Humba für Matteo Seric ins Wochenende.